So, Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute zu einem weiteren Interview hier auf Königsblau TV. Ich habe wieder einen Gast an den Start bekommen und dieses Mal ist es Martin Thiele vom Kanal Kickoff, Schalke Insight und auch von Thiele Football. Einen eigenen Streaming-Highlight-Kanal hat er auch. Und der Mann ist auf jeden Fall sehr, sehr fleißig, ein sehr, sehr fleißiger YouTuber. Den solltet ihr unbedingt auschecken, falls ihr ihn noch nicht ausgecheckt habt. Wahrscheinlich kennt ihr ihn schon. Martin, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu rot geworden. Erstmal danke für die Lobespreisung. Fühlt man sich als Schalker mehr als geehrt, mal gelobt zu werden. Nein, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben ja aktuell als Schalker erstmal viel zu bereden. Als YouTuber hat man immer was zu bereden. Also ja, ich habe Lust und Laune, mit dir jetzt ein bisschen meine Zeit zu verbringen. Ja, perfekt. Perfekt, ja. Martin. Gut. Martin ist gut drauf, ich merke schon. Ja. Würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem Top-Thema jetzt gerade einfach an. Mike Büskens, was denkst du über den Transfer? Ich musste gerade lachen, sorry, ihr wisst das nicht, ich habe es gerade schon mal so angekündigt. Dieses Mal lasse ich es drin. Was sagst du zu Mike Büskens? Ja, also ob es ein Top-Transfer wird, werden wir ja alle sehen. Ich war erstmal über den Transfer etwas überrascht. Nein, also jetzt kurz mal Spaß beiseite hier. Ich freue mich erstmal, dass Büskens das macht, weil er ja auch schon vor Monaten gesagt hat, er hat gar keine Ambitionen, irgendwo Trainer oder Boss nochmal zu werden, sondern er fühlt sich in seiner Co-Trainer Rolle wohl. Und deswegen finde ich es erstmal stark von ihm, das zu machen. Er hat ja auch gesagt, er hat mit seiner Familie und auch Huub Stevens darüber gesprochen, ob er es machen soll oder nicht. Und wahrscheinlich hat deswegen auch die Entscheidung so lange gedauert, weil ich habe eigentlich gedacht, dadurch, dass es jetzt nicht mal direkt am Sonntag gesagt wurde, sondern jetzt auch erst am Montag, dass es eigentlich dann was Externes wird, wovon ich auch nicht so wirklich überzeugt war. Es sorgt ja zu mich oder bei mir jetzt nicht dafür, dass ich sage, ja, jetzt steigen wir erst recht auf oder sowas, das irgendwie nicht, aber jetzt auch nicht dafür, dass ich irgendwie sage, was soll das denn für eine Scheiße sein? Also ich lasse mich da überraschen und meinen Support hat er. Ich glaube aber, den Support hat er von allen Schalkern. Ja, ich hoffe doch. Ne? Mike Büskens ist so ein verdienter Mann auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, er ist für mich, ist das vielleicht noch einer, der jetzt gerade, ich sag mal, wirklich die Emotionen nochmal rausholen kann bei den Spielern und vor allen Dingen wirklich nochmal eine Einheit bilden kann gegen Ende der Saison. So sehe ich das zumindest. Ne? Genau. Also von daher, ja, finde ich, müssen wir ihn jetzt einfach alle unterstützen. Ja. So sieht's aus. Ob es nachher klappt, keine Ahnung. Ich weiß ja, es eben. Nicht. So, dafür ist auch die zweite Liga zu wild, dafür ist unsere Mannschaft zu wild, um wirklich jetzt zu sagen, oder deswegen fällt es mir auch schwer zu sagen, das und das wäre richtig gewesen, das und das nicht, keine Ahnung. Am Ende wurde so entschieden, Schröder hat ja auch von neuen Impulsen gesprochen, natürlich ist da für mich schon noch die Frage erlaubt, ob das denn mit Büskens der Fall ist, weil man darf auch nicht vergessen, er war ja Teil des Trainerteams, welches am Ende sozusagen gescheitert ist. Er gehört ja auch sozusagen zur Spielidee von Gramotzes dazu, so ein bisschen denke ich mal schon, also ist ja nicht so, dass Dimi jetzt alles alleine entschieden hat, nur weil er sozusagen den Hut auf hat am Ende, aber ich finde das im Rahmen der Möglichkeiten vollkommen okay, um eben auch dann für den Sommer einen neuen Trainer zu finden, der unabhängig von der Vorsaison reingehen wird, damit es nicht wieder außen herum die Diskussion gibt, wie wir es letztes Jahr ja auch hatten. Also deswegen glaube ich schon, dass das auch für Schröder nochmal ein ganz guter Move war, um sich jetzt selber seinen Trainer auszusuchen für das oder für die neue Saison Liga unabhängig dann oder halt Liga abhängig ist ja also je nachdem, wo wir halt spielen. Ja, denke ich auch. Du bist im Stadion gewesen, ne? Wie enttäuscht bist du gewesen? Ich glaube, ich war, also im Stadion war ich noch nie so enttäuscht wie da und ich war auch zum Beispiel gegen Darmstadt da, wo wir auch auf die Fresse bekommen haben. Also weiß ich nicht, das war für mich so ein Spiel, welches jeder Schalker mal besuchen sollte, um zu erfahren, was Schalke ist. Also, es war ja emotional, das war ja wahrscheinlich vom Fernseher genauso, also dass du beim 0-1 dachtest, Alter, was ist das denn für eine Defensivarbeit, mal wieder, ich meine, gefühlt war unsere Defensive in der Hinrunde noch unsere Stärke und die Offensive die Schwäche, mittlerweile machen wir mehr Tore, aber kassieren noch viel, viel mehr Tore und dann machst du es 1-1 und denkst, ja geil, wieder linke Seite, Flanke rein, Tirol ist da wie immer, dann steht es wieder 2-1, also es ging ja hin und her und hin und her und dann hat mit 3-3 war die Hoffnung ja so groß, dass du irgendwie doch noch drehen kannst, obwohl du kein gutes Spiel gemacht hast und da kriegst du nochmal einen auf den Sack
Und bedingt dadurch, dass ich direkt neben dem Auswärtsblock der Rostocker saß. Und wir kennen ja alle, Hansa Rostock ist ja ein Fanlager, was auch pure Emotionen und pure Leidenschaft für den Verein mitbringt, was ja auch geil ist. Und deswegen auch da eine mega Stimmung war. Und ja, also es war packend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann man wohl so sagen. Ja, Simon Terodde war ja so ziemlich der Einzige, der da noch... Obwohl, mir ist auch Kerim Calhanoglu auch sehr positiv aufgefallen. Ist dir im Stadion, hattest du auch den Eindruck? Ja, also vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte, weiß nicht so, erste Hälfte war er genau vor mir sozusagen. Mhm. Da fand ich, hat man zu Beginn gemerkt oder generell gemerkt, dass natürlich so ein bisschen auch der Mut vielleicht von einem Bülter, von einem Kaminski fehlte, ihn immer anzuspielen wie meine Ovejan. Ich glaube, das hat man schon noch gemerkt. Das wurde dann halt von Minute zu Minute besser. Und dann hat er ja auch die zwei Flanken reingebracht, die er dann zum Tor führten. Er hat, glaube ich, generell 4, 5 gute Flanken reingebracht, wo ich echt überrascht war. Und das hat mich auch gefreut für ihn, weil er halt auch einfach eine schwere Rolle hat. Ich meine, während Ovejan vor sich hat, da würde gefühlt jeder Linksverteidiger, der das halt in der Bundesliga dahinter nicht spielen, sozusagen. Ja. Und deswegen war ich aber trotzdem auch überrascht. Und ich fand es gut, was er halt im Rahne Möglichkeiten gemacht hat für uns. Ja, auf jeden Fall. Also war gut, der Kerim. Ja, denke ich auch. Wir haben, ja, ich sag mal, nicht die beste Mannschaftsleistung gesehen. Was glaubst du, welchen Einfluss hatte Dimitrios Gramotzes auf das Spiel? Jetzt speziell nochmal auf unser letztes Spiel. Was glaubst du, was sind so seine ja, wenn überhaupt noch seine Fehler gewesen in dem Spiel? Was würdest du da sagen, warum musste er dann auch danach gehen? Ja gut, warum er gehen musste, war natürlich das Ergebnis. So, also das wäre die einfache Antwort. Aber es wurde ja mal wieder ein neues zentrales Mittelfeld ausprobiert, eine ganz neue Kombi mit Salazar und Chulinov, die ich auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt hatte, die würde ich mal ganz gerne sehen, um vielleicht nochmal etwas mehr Power dazu haben. Ich will jetzt nicht zwingend nochmal sehen. So, aber auch ansonsten halt wieder so defensive Absicherung nach Standards, also das war ja schon wirklich, wirklich, wirklich erschreckend. Und dann hast du halt mit Sané und Kaminski zwei Verteidiger nebeneinander, die beide nicht wirklich temporeich sind, wodurch du halt wirklich weißt, dass genau da Raum ist für den Gegner. Und ja, dann die Einwechslungen, also es ist halt gefühlt wie immer gewesen so, dass unser Mittelfeld scheiße war, dass unsere Abwehr anfällig war und dass unser Sturm Leistung gebracht hat im größten Teil. Ja, und dann hast du halt am Ende hin alles nach vorne geworfen, um noch zu gewinnen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es war halt vielleicht dann etwas zu naiv, teilweise dann auch, wenn du überlegst, dass das 4-3 nach dem Abstoß war von Rostock. Also nicht mal nach dem reinen Konter, wo du halt mit allem Mann vorne warst, sondern nach dem Abstoß. Und das darf dir halt einfach nicht passieren. Also das kann man jetzt sehen, dass du dann auch ein 4-3 kriegst. Also, und das war halt am Ende dann wahrscheinlich einfach zu viel in Summe, um da nochmal zu sagen, nächste Woche probieren wir es noch einmal. Ich glaube, so den größten Kritikpunkt, den ich mittlerweile so ein bisschen an ihm habe, ist einfach unser Mittelfeld. So dieses, ich glaube, die sind mittlerweile alle verunsichert. Die wissen alle nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ein Latzer jetzt beispielsweise komplett rausgenommen, nicht mal auf der Bank gesessen. Dann Drexler, ja, erst setzt er komplett auf ihn, dann gar nicht mehr so. Es hat sich ja kein Stamm irgendwie gebildet, ne? Auch nur Rodrigo Salazar. So, deswegen, ja, schwierig. Ja, also da gilt es jetzt sicherlich für Büskens dann direkt auch einen Stamm zu finden. Also aus je nach System natürlich auch, je nach, ob du zwei oder drei von denen brauchst, dass die vielleicht auch mal jetzt wirklich die nächsten 2, 3 Spiele die Chance bekommen. Ja. Um sich da zu stabilisieren. Ich kann es einerseits verstehen, dass er es so gemacht hat, weil einfach extrem viel Formschwankungen dabei waren. Da ist ja vor allem auch Salazar so ein sehr gutes Beispiel für, oder auch halt Verletzungen, wie halt bei Latza gegen Aue reingekommen, 2 Tore gemacht, wo du dachtest, ey yo, vielleicht ist er jetzt im Aufschwung direkt wieder verletzt gewesen. So. Und dadurch war natürlich die Konstanz im Mittelfeld nicht möglich, aber trotzdem hättest du sie eher hinbekommen können. Und ich meine, die letzten 4 Spiele waren ja gefühlt wirklich jedes Mal ein neues Mittelfeld-Duo mit dabei. Außer halt gegen Paderborn und Karlsruhe, wo er, glaube ich, beides mal Idrissi und Michailov vertraut wurde, wo ich mir auch schon gewundert hatte, so ein bisschen. Also, ja, ich meine, am Ende kann man über Gramotzes sicherlich noch viel reden, aber es ist sicherlich jetzt auch ganz gut, dass man nach vorne schauen kann oder nochmal etwas neu überlegen kann für die nächsten Spiele. Tut auch mal ganz gut. Ja,
Ja. Was glaubst du, was ist jetzt so, ich sag mal, die Hauptaufgabe vielleicht von Mike Büskens, oder was ist jetzt wichtig für ihn, ne, für den Rest der Saison? Was sollte er schaffen, was sollte er machen? Also, ich meine, die Entlassung hat ja schon gezeigt, dass es dann doch nur aktuell ein Ziel gibt, und das ist der Aufstieg. Also, es war ja immer die Rede von dem Dreijahresplan. Ich denke mal, den gibt es rein finanziell gesehen immer noch, dass man 3 Jahre zweite Bundesliga kann, aber halt schon ganz klar dieses Jahr aufsteigen will. Und allein deswegen wurde ja auch Gramotzen entlassen. Also, ich glaube schon, dass man langfristig vielleicht noch mit ihm hätte die Chance gesehen, halt in 3 Jahren sozusagen aufzusteigen, übertrieben gesagt, aber halt nicht kurzfristig. Mike Büskens hat sicherlich jetzt die Aufgabe, halt schnell Erfolg zu bringen. Ob das möglich ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist die Kernaufgabe, und ich glaube, das kann er halt eben dadurch erreichen, dass er nicht zu viel verändert. Sprich, ich kann mir schon noch vorstellen, dass wir bei unserer Taktik 3-5-2 und sowas bleiben, aber halt da halt anpassen mit vielleicht früher anlaufen, früheres Pressing, höher stehen etwas, oder höher stehen tun wir eh, aber besser stehen. Und vor allen Dingen halt in die Abwehr wieder Stabilität reinbekommen. Das schaffst du entweder dadurch, dass du umstellst, oder dass du vielleicht einen Schau wieder reinbringst für einen Kaminski oder für einen Sané, dass du wieder etwas mehr Variabilität hast in der Abwehr. Also eine Mischung aus gutem Aufbauspiel, Tempo und Power, und eben dann ins Mittelfeld einfach eine Konstanz reinbekommst. Ob das bedeutet, dass du immer auf die gleichen 3, 4 Leute setzt oder halt irgendwie anders. Ich denke mal, darum geht es jetzt erst einmal. Okay. Dieses Thema hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem 3-5-2-System. Würdest du tatsächlich jetzt auch so weiterspielen? Glaubst du, das ist das Richtige jetzt für uns? Oder würdest du selber, nimm mal an, du wärst jetzt Trainer, würdest du umstellen jetzt das System? Ich glaube tatsächlich nicht. Nicht. Also, nicht, also es, natürlich kann das der Impuls vielleicht sein, das System umzustellen. So, kann sicherlich sein. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass es nochmal mehr zur Verunsicherung führt. Also, es kann halt auch sein. Also, so deswegen, ich weiß nicht genau, worauf die Mannschaft getrimmt ist. Es war ja schon so, dass sie eigentlich nur 3-5-2 gespielt hat. Ich glaube trotzdem, dass man auch mit dem Ovian mit der Viererkette spielen kann. Bin ich überzeugt von. So, dass das geht. Also, du musst halt einfach nur anders aufziehen. So. Also, wer da sagt, mit dem und dem kannst du sowas nicht spielen, wir sind im Fußball. Also, wer sowas nicht spielen kann, der gehört nicht in den Fußball rein. Wenn du wegen einem Spieler nicht eine Viererkette spielen kannst, das ist ja. Deswegen glaube ich schon, dass Büskens sich das überlegen wird. Aber ich glaube eher, dass ich was in der Art und Weise im System ändern würde. Sprich, mit dem Anlaufen, höher stehen und sowas. Und nicht zwingend nur in der reinen Formation. Aber wenn am Ende eine Viererkette aufbietet, habe ich auch nichts dagegen. So, also am Ende vorne auch jetzt gegen Ingolstadt, weil es halt auch extrem kurzfristig ist und bedingt auch dadurch, dass Herr Büskens gar nicht in der Vorbereitung dabei ist, weil er leider Corona-positiv ist, geht es da für mich einfach nur darum zu gewinnen. Egal wie. Also von mir aus auch 1-0. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wir machen die Schanzer platt. Sehe ich auch so. Also es ist sowieso, ich finde viele Fußballfans, die sind mittlerweile auch so ein, die haben sich so ein bisschen von Ergebnissen verabschiedet, weißt du? Ich finde, viele sind immer in diesem Zwangsoptimismus, nenne ich es mal, drin. Dieses, so, wir müssen supporten, wir müssen supporten unsere Mannschaft, komme, was wolle, aber dann wird auch dieses, ich sag mal, wenn wirklich was scheiße läuft, das wird dann auch nicht mehr gesehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich mag es halt, wenn man einfach alles irgendwie analysiert, jetzt aber auch nicht, also analysiert und nicht nur bewertet. Bewerten können wir ja alle wunderbar als Hobbytrainer. Also wenn man, also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Fans ihre Meinung sagen. Das machen wir ja auch. Also das ist ja klar. Aber halt auch in einem bestimmten Rahmen und jetzt auch nicht nur alles gut redet, wenn alles gut ist, aber auch nicht alles schlecht redet, wenn alles schlecht ist, sondern auch immer noch eine gewisse Balance findet zwischen. Zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn du Rodrigo Salazar aktuell bewertest, da würde ich sagen, er war scheiße gegen Rostock, aber defensiv Absolut. hat er trotzdem seine gute Arbeit gemacht. So. Er hat halt mal wieder nicht geschafft, seine gute Arbeit aus der Defensive in die Offensive zu transportieren. So. Und das finde ich halt im Großen und Ganzen nicht unwichtig, dass man nicht nur immer alles zerstückelt oder alles hochpreist, was gerade gut läuft.
ja, ich bin aber sehr gespannt, ob wir das nochmal hinbekommen für den Rest der Saison. Oder generell auf Schalke. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Mal abwarten. Also ich bin ehrlich gesagt davon abgekommen, mir irgendwie großartig noch Gedanken darüber zu machen, so warum denkst du so, warum machst du das so und warum bist du so? Ja. Irgendwie, ich bin da komplett drüber hinweggekommen. So. Ich sage letztendlich, einige Leute sind halt extrem emotional und die ballern es einfach raus. Und das kann ich auch auf eine gewisse Art und Weise, kann ich das einfach feiern. Weil, ja, dafür sind andere dann auch wieder anders. Dafür sind andere halt sachlicher. So, ne? Ja, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn einer anfängt, Stimmung zu machen, aber komplett unberechtigterweise. So Leute kennst du auch in deinen Kommentarspalten, wo du siehst, okay, jedes Video wird ein Kommentar drunter geballert gegen Person XY. Ja, ja. So, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wo du so denkst, wer bezahlt dich? So. Ja. Ja. Also deswegen, also das meine ich ja, also ja, dass man in seinem Leben so viel Langeweile hat oder Schalke so hoch preist, dass man alles davon abhängig macht, was da passiert. Mhm. Also, dass man wirklich jeden Tag eine neue Message findet, um das und das schlecht zu reden und egal wie entschieden wird, alles schlecht zu reden, aber auch natürlich andersrum, dass man alles verteidigt, was passiert und alles ja, gut genau meint sozusagen. Also ja, ich mag es halt, wenn man eine gewisse Balance findet. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine, dass man eine Woche sagt, das ist scheiße und die andere Woche sagt, das ist gut, sondern halt irgendwie trotzdem relativ ruhig dadurch reitet, durch diese verschiedenen Wellen. Mhm. Aber ja, wir sind halt immer noch auf Schalke. Ja, ist so. Und sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Ja, eben. Das ist einfach so. Ja, dann lass uns doch, oder ein Thema möchte ich noch über Schalke auf jeden Fall noch mit dir sprechen, und zwar, wie siehst du jetzt generell die Aufstiegschancen? Was glaubst du? Können wir es noch packen? Packen wir es noch? Wie optimistisch bist du? Ich bin wie an Spieltag 1 verhalten optimistisch. Auch okay, weiterhin. Okay. Das ist ungebrochen. Okay. Einfacher Grund. Der hat zwar eigentlich nichts mit Schalke zu tun, so direkt, was das Ergebnis angeht, aber die zweite Liga ist halt einfach verrückt. Und wir haben jetzt noch 9 Spiele, 6 Punkte Rückstand. Theoretisch könnte es ja sein, dass wir am Sonntag nur noch 3 Punkte Rückstand haben. Theoretisch. Es ist sehr weit weg, dass das direkt Sonntag passiert. Mhm. Aber deswegen glaube ich erstmal daran, wir haben, also ich hoffe oder ich glaube ich denke, man braucht einfach bis zum 30. Spieltag vielleicht so eine Distanz von höchstens 2-3 Punkten, wenn wir die dann haben in den nächsten 4-5 Spielen, dann finde ich das schon mal ganz gut. Und dann kommen direkt in Duelle gegen Darmstadt, St. Pauli, Bremen. Mhm. Und wenn du da ja gewinnst, holst du auch erstmal noch erst recht Punkte, weil die anderen Punkte verlieren oder halt nicht holen. Und deswegen bleibe ich verhalten optimistisch. Ich habe uns als Aufsteiger getippt. Und wenn mich jetzt einer fragt, check Schalke auf, sage ich ja. Okay. Gut. Gut. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe so ein bisschen natürlich jetzt nach dem letzten Spiel habe ich die Hoffnung schon ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also ich würde jetzt so, wenn ich es in Prozent noch ausdrücke, vielleicht sagen 20, ja. Aber eben die sind noch da, ja. Ey, natürlich können wir es noch schaffen. Aber jetzt, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen, so, puh. Das glaube ich nicht. Das wird schon schwer. 6 Punkte Rückstand. Mal gucken. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wenn ich jetzt mal kurz auf die Tabelle gucke, ja, vor allen Dingen oben Bremen, Darmstadt, St. Pauli, die haben ja jetzt auch einen gewissen Abstand vor allen, also Nürnberg, Hamburg und uns, die machen halt auch einfach den besten Eindruck. So, ja, das ist ja auch einfach so. Also wenn ich Bremen sehe, die haben jetzt 9 Spiele oder sowas nicht verloren oder die Werner-Spiele halt nicht verloren, auch wenn die teilweise auch nicht so souverän waren zwischendurch, mal in 1-2 Spielen, trotzdem halt die Punkte geholt. Darmstadt kriegst du gar nicht oben weg und St. Pauli hat sich auch wieder gefangen nach der kurzen Schwächelphase. Deswegen, da kommst du aktuell halt nicht ran, so ein bisschen. Deswegen sage ich halt, du musst halt den Abstand so gut wie es geht verkleinern, bis es halt zu den Duellen kommt, weil gegen genau die 3 spielen wir ja noch. Also deswegen habe ich noch nicht aufgegeben und das tue ich auch nicht, bis es offiziell ist, dass wir es nicht mehr schaffen können. Jo. Okay, gut. Jetzt will ich mal so ein bisschen den Talk so ein bisschen in deine Richtung auf jeden Fall schieben und mir so ein bisschen
mal ein paar Fragen stellen, was so deine Kanäle angeht. Oder nicht nur deine Kanäle, auch was dich persönlich angeht. Sag mal, wie sieht es eigentlich so ein typischer Tag bei Martin Thiele aus? Weil ganz ehrlich, du ballerst ja wirklich Content mittlerweile raus ohne Ende. Also es gab schon bestimmt schon Tage in diesem Jahr, wo du auch über 10 Videos am Tag gekommen bist, mit Streams zusammengerechnet, oder? Ja, heute war so einer, ja. Ja. Und gestern auch. Ja, genau. Hau mal raus. Hau mal raus. Wie sieht das Ja, so aus? also sagen wir mal, so ein normaler Tag wie heute, wo jetzt halt ein Video auf Kickoff kommt, Schalke Insight normal kommt und abends ein Stream ist, dann stehe ich schön gemütlich um 8 Uhr auf, mache Sport, gehe duschen und sitze um 9 Uhr am Schreibtisch. Was machst du für Sport? Ja, ein paar Übungen, Liegestützen, so einen ganzen Kram, dann fahre ich Echt? eine Viertelstunde Fahrrad, ja. Das mache ich von Montags bis Freitags mittlerweile jeden Tag. Einfach auch, um wach zu werden, damit ich früher aufstehen kann. Weil ich hasse es, wenn ich um 9 Uhr im Bett liege und dann noch eine Viertelstunde rumliege und denke mir so, hättest du schon 2 Videos machen können. Deswegen mache ich sowas mittlerweile ganz klar seit ein paar Monaten. Und dann sitze ich um 9 Uhr hier am Schreibtisch, fange an mit Schalke Insight, hole mir dann meine Quellen, die ich immer habe, mache dann im Schnitt 6 Videos. Die bereite ich vor, die kommen dann ab 10 Uhr bis 12 Uhr. Ja, dann bereite ich bis 12 Uhr meistens das Kickoff-Video vor, was mittlerweile, oder mittlerweile mache ich täglich ein Video auf Kickoff, ob jetzt Tippspiel oder Analyse oder was weiß ich. Und dann kommt das bis 12 Uhr. Dann bin ich sozusagen YouTube-technisch erst einmal für den Tag fertig. Dann wird halt noch je nach Ablauf der Woche vorbereitet. So wie heute habe ich die ganzen Streams vorbereitet für die ganze Woche, also Europa League, Champions League, Bundesliga. Dann schon mal die, auf YouTube kennst du das ja mit den Streams planen, mit Champions League und Europa League die Streams öffentlich gestellt, damit die Leute wissen, wann die kommen. Das mache ich dann meistens so nach dem Mittagessen, weil ich frühstücke nicht, ich gehe direkt Mittagessen. Ja, und dann ist halt nachmittags immer so eine Phase, wo es halt flexibel ist. Also, so wie heute habe ich halt darauf, oder gestern in dem Falle, je nachdem, wann das Video kommt, habe ich natürlich darauf gewartet, wann Schalke den neuen Trainer präsentiert. Damit du halt dann ein Video machen kannst, so dann mache ich noch nebenbei einen Sportfachwirt, damit ich auch ein bisschen was im Lebenslauf stehen habe, was ich noch offiziell mache. Da mache ich dann meistens so nachmittags 2, 3 Stunden für. Und dann abends gehe ich mittlerweile immer um 6:30 online und habe eine Sprechstunde, wo wir einfach locker über Fußball reden, über die aktuellen Themen. Ja, und dann natürlich am Wochenende ist es natürlich nochmal etwas anders. Je nachdem, ob ich im Stadion bin oder nicht, oder ob ich halt Live-Talks mache oder nicht, da habe ich dann eigentlich nie wirklich Videos, die ich am Wochenende zwingend mit viel Aufwand mache. Also auf Kickoff auf jeden Fall nicht. Auf Schalke Insight mache ich halt wirklich jeden Tag meine Videos. Da hab ich jeden Tag 2 Stunden, die ich dafür opfere, sozusagen, egal ob Weihnachten, Neujahr oder sonst wann. Da kommt seit Oktober jeden Tag mindestens 3, 4 Videos pro Tag. Und das ziehe ich bislang mal ganz gut durch. Und Ja, kann man also so sagen, so. ja. Also so sieht das ungefähr mal ein Tag aus. Ist eigentlich immer relativ gleich unter der Woche. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn es mal anders ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich wollte gerade noch so fragen, aber du studierst noch, ne? Das ist, dann machst du nach wie vor. Also, ein Sportfachwirt, Ja, das machst du dann auch also. noch nebenbei. Es ist jetzt Ja. kein offizielles Studium, wo du am Ende einen Bachelor hast, sondern halt ein Fachwirt, ist halt wie ein Meister. Also etwas weniger Aufwand. Das machen halt viele neben ihrem Beruf nach der Ausbildung. Ich mache es halt sozusagen neben meinem YouTube-Beruf und deswegen passt das auch zeitlich ganz gut rein. Und ja, habe da im Sommer dann im besten Falle alle Vorkurse fertig und dann müsste ich noch ein Dreivierteljahr dranhängen. Ja, vielleicht stand jetzt, werde ich das vielleicht auch mal verschieben, um dann noch mal mehr Zeit für Videos zu haben. Also im Endeffekt bist du aber doch eigentlich ein Selbstständiger. Ja, komm, also das Also mittlerweile ist das so, ja. ist so. Also du hast auch deinen kompletten, so deinen kompletten Lebensstil, so den finanzierst du dir doch eigentlich nur noch über Videos, oder? Ja, also Videos und ich hatte Streams, mal. ja. Ja, ich hatte vor 1,5 Jahren mal vor, bei uns in den Skiverleih zu gehen. Ist ja im Winter ganz gut bei uns. Im Winter werde ich ganz das ja mal eben machen, gutes Geld verdienen und sowas. Und da wurde ich auch jetzt diesen Winter wieder für angefragt. Habe ich aber gesagt, nee, diesen Winter brauche ich sozusagen nicht, weil ich halt in Ja. der Zeit auch mehr für YouTube und sowas machen kann. Ja. Und deswegen mache ich sozusagen
YouTube, Twitch, Insta und so was halt hauptberuflich und halt nebenbei halt diese Kurse für mein Sportfach wird, aber da stecke ich dann schon relativ wenig Zeit rein. Also ist es schon wirklich so, dass ich mittlerweile, ich könnte schon sagen, ich bin selbstständig mit Social Media. Ja, kann man schon sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wie viel Zeit bleibt bei dir noch für Freunde? Ja, also das Problem ist ja offensichtlich so, jetzt gerade ist es 20 Uhr so, ja, du hast bis gerade noch gestreamt so, oft fällt es ja auch in die Abendstunden rein, ne? Ja, ja. Offensichtlich, ja. Also du kennst das ja auch selber, was jetzt Schalke-Spiel angeht oder halt auch bei mir generell Bundesliga, zweite Bundesliga, ist halt auch immer am Wochenende. Also da ist ja auch die erste Zeit, wo du halt mal was mit anderen, mit Freunden, Familie machst. Ja. Das schraube ich halt relativ zurück. Also das Gute ist ja bei mir, dass ich meine Stadion-Vlogs mache und da auch immer mit irgendwem bin, ob es Familie ist, ob es Freunde sind. Das ist das Gute, dass ich das sozusagen verbinden kann. Aber wenn ich jetzt an die Jahre zurückdenke, bevor ich wirklich so viel Zeit eingebuttert habe, war es doch schon so, dass ich jede Woche Donnerstag und dann bestimmt einen Tag am Wochenende mit meinen Freunden unterwegs war. Natürlich auch bedingt durch Corona ist das aktuell ja gar nicht so krass möglich. Aber ich verspüre auch nicht wirklich so diese Riesenlust aktuell. Also was jetzt so dieses richtige Feiern und sowas angeht. Wenn ich mich mal mit meinen Kumpels treffe, um, was weiß ich, 3-4 Stunden gemütlich am Abend zusammenzusitzen und dann vielleicht mal ein paar Bierchen zu zischen, da mache ich das auch immer noch. Das fällt vielleicht nur nicht so auf, weil halt dann trotzdem immer einen Tag hinweg halt was kommt bei mir. Ja. Deswegen, da kriege ich noch aktuell ganz gut den Bogen gespannt, würde ich sagen. Ja, okay. Also ich finde es ja schon mal gut, dass du jetzt Sport machst. Ne? Du hast ja richtige Laucharme gehabt. Was? Ne? Hallo? Ja, immer noch. Okay, hat sich erledigt. Okay. Ja, nicht schlecht. Unerhört. Was würdest du sagen? Was ist im Moment so, was machst du im Moment lieber? Streaming oder Videos? Was ist so dein... Unangenehme Frage, also schwierige Frage. Ist, glaube ich, für viele eine schwierige Frage. Ich bin und bleibe eher Video-Creator, weil ich es einfach mehr mag, Sachen zu produzieren, vernünftig sozusagen zu produzieren, mit Bedacht, auch was Designs und sowas angeht, und dann zu veröffentlichen, wenn es gut ist. Und auch dann zu wissen, zum Beispiel jetzt, ich bin Samstag unterwegs, aber kann halt ein Video bringen, weil ich das vorproduziert habe. Bei Livestreams musst du halt einfach da sein. Das kennst du ja auch, das kennen ja viele. Das ist ja einfach so. Ja. Trotzdem macht mir aktuell Livestream so viel Spaß wie lange nicht mehr. Deswegen ist es aktuell auch bei mir so, dass ich hatte zum Beispiel im November mal eine Phase, wo ich teilweise an 4 Tagen in 3 Stadien war. Da war ich einmal in Leverkusen, auf Schalke und in Bielefeld. Das mache ich aktuell nicht, weil ich mich mit meinem Streaming ganz wohl fühle. Aber wenn ich mich sozusagen entscheiden müsste am Ende, ist es immer noch Videos, auch wenn ich, und deswegen bin ich auch bewusst auf Twitch gegangen, diese gute Kommunikation mit ein paar wirklich guten Stammzuschauern extrem feier. Und deswegen mag ich halt dieses Zusammenspiel. Und ja, aber am Ende Video-Creator doch eher noch als Streamer, muss ich schon sagen. Okay, ich bin mir da auch manchmal so nicht sicher, was mich selbst angeht, aber ich glaube im Kern, ich glaube bei mir ist doch eher Streaming auch, wo ich sage, das ist, ja. Liegt ja auch daran, wie du sozusagen begonnen hast. Ich habe ja jahrelang nur Videos gemacht, klar, bis ich dann dich kennengelernt habe und dadurch bin ich ja auch zum Stream gekommen. Das wissen ja auch viele gar nicht. Ich habe ja durch deine Art des Streams selber Lust bekommen, Streams zu machen. Das war ja Sommer 2020, schon ein bisschen was her. Ja, stimmt. Und, schon ewig. ja, das ist schon, das war schon eine andere Zeit. also nein, und du hast ja zum Beispiel vor allen Dingen auch damit so richtig auch du hast ja mit Videos angefangen bei dir, aber trotzdem hast du ja auch relativ schnell das Stream für dich entdeckt. Und bei mir war es ja wirklich eigentlich eine Parallelgeschichte so. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also eine Parallelgeschichte im Sinne von, ich wurde durch Stream noch mal erfolgreicher als zuvor, aber ich hatte trotzdem meine Videos, die ich schon gemacht habe und mit denen ich mich wohlgefühlt habe sozusagen. Ja. Welche Rolle spielen eigentlich noch so in Zukunft für dich Watch-Alongs? Was hast du so geplant in Sachen Watch-Alongs? Was denkst du aktuell über das Thema? Ja, also ich hatte sicherlich mal eine Zeit, wo ich etwas
mehr Qualität vielleicht in die, bei mir sind es ja Live-Talks, Watch-Alongs reingebracht habe, bedingt, weil ich die Spiele mehr kommentiert habe. Mittlerweile ist es schon so, dass ich eher auch sehr, sehr viel mit den Zuschauern interagiere und wirklich extrem viel auf die Kommentare eingehe und weniger auf das, was im Spiel passiert. Ja, und da muss ich aber auch kurz einwerfen, das hat gar nichts mit Qualität zu tun. Das hat wirklich nichts mit Qualität zu tun, sondern es ist wirklich, wirklich nur anders. Also Ist halt anders. Ich glaube, du hast eher noch an Qualität gewonnen, weil du vielleicht sogar noch mehr auf die Zuschauer eingehst und deswegen, ja, aber red weiter. Eben, das, ja. Nein, das ja auf jeden Fall, aber ich kommentiere halt etwas weniger die Spiele, was ich vielleicht noch vor einem Jahr anders gemacht habe, außer wenn Schalke spielt, dann kann ich kaum im Chat achten, weil ich so nervös bin. aber ja, gut, also ich feiere das schon, dass du dich einfach mal an den Schreibtisch setzen kannst, abends um 8:30 und du machst die Kamera an und kannst 2 Stunden über die Champions League reden. Ist halt schon geil. Also, und dir gucken Leute dabei zu. Deswegen will ich das auch in Zukunft weiterhin so machen. Also, ich sehe mich da schon noch weiterhin, aber vielleicht etwas weniger, weil ich auch wirklich Bock habe auf aktuell noch mehr Stadion-Vlogs im Sinne, also nicht mehr im Sinne von Quantität, sondern in Qualität auch mal woanders hin und mehr Schalke Auswärtsfahrten und sowas mitmachen, wodurch dann auch mal vielleicht 2 Tage draufgehen und nicht nur einen Tag. Und trotzdem aber auch diese Basic zu haben, live talken zu können, wenn es wirklich zeitig passt. Und ja, da sehe ich mich dann schon. Aber es ist etwas weniger vielleicht als noch zuvor. Wobei ich aktuell auch so viel streame wie, glaube ich, nie zuvor, aber es ist irgendwie gefühlsmäßig komisch. Ja, ich kann schon nachvollziehen, wie du das meinst, auf jeden Fall. Ich glaube, was du gerade im Moment anders machst, ist, du setzt sehr viel Power auch in Schalke Insight und in Thiele Football gerade ein, durch die Stadion-Vlogs und durch die täglichen News natürlich, ne? 5, 6 News da rauszuballern jeden Tag, das ist absoluter Wahnsinn. Kann ich echt nur den Hut vorziehen. Und ich glaube, Kickoff hat bei dir, ich kann es ja mal bestätigen oder nicht, aber Kickoff hast du jetzt gerade, glaube ich, einfach eine Phase, wo der Kanal schwimmt gerade so ein bisschen mit, der läuft so mit, aber da bist du noch so ein bisschen auf der Suche nach Content oder wie soll ich das sagen, ne? Du bringst weiterhin Content, aber ich glaube, der Fokus liegt da gerade nicht so unbedingt. Der Fokus kommt so langsam zum Glück wieder. Den hatte ich so im November, Dezember, Januar schon verloren, kann man. Also da war schon der Fokus fast schon weg, so ein bisschen von dem Kanal, weil ich wenig Ideen hatte. Ich meine, wir sind ja auch im Kopf vielleicht kaputt, aber auch kreativ, wenn man sowas macht. Du lebst ja auch von deinen eigenen Ideen am ehesten. Natürlich ist es auch so, wenn du ein Video hochlädst oder so ein neues Videoformat, dass du natürlich auch hoffst, dass das eine gewisse Aufrufzahl hat. Also ich kann ja auch alle immer erzählen, Klicks interessieren mich nicht oder du musst was machen, was dir Spaß macht, aber natürlich bedingt das eine auch das andere. Ja. Das ist ja auch klar. Also da würde ich jetzt auch keinem was vorlügen. Ja. Ich würde sicherlich auch nicht so viele Stadion-Vlogs machen, wenn die nicht so geil ankämen. Das ist ja auch, also, oder zumindest nicht in der Power. Und deswegen ist Kickoff aktuell schon etwas ruhiger Aufmerksamkeit oder in der Arbeit von mir selber, wobei ich da mittlerweile seit 2, 3 Wochen wieder so einen Bogen gefunden habe, dass ich wirklich es fast schaffe, außer jetzt, wenn wirklich Samstag, Sonntag ist, jeden Tag ein Video zu bringen und mittlerweile auch dienstags meistens auch ein etwas aufwendigeres bringe und wenn dann so wieder die Phase Saisonende, Saisonvorbereitung kommt, da habe ich halt wirklich meine festen Formate, die ich auch cool finde mit 5 Transfers und mit dem Bundesliga-Check und da ist halt so eine Zeit, wo halt Kickoff top ist. Und das hatte ich auch schon die Jahre zuvor, ist halt die, vor allem auch die Saisonzeit eigentlich, wo ja am Fußball am meisten los ist, ist für mich die Zeit, wo Kickoff am schwierigsten zu befüllen ist. Ja. Und deswegen ist halt da der Fokus so ein bisschen verrückt worden. Aber nochmal kurz zu Schalke Insight, weil du ja sagst, Respekt für 5, 6 Videos. Es ist aber auch einfach dadurch, dass ich auch Zeit habe. Also das können ja Leute wie zum Beispiel du, die halt einen ganz normalen Job haben, gar nicht machen. Also deswegen habe ich ja da sozusagen das Privileg, dass ich es machen kann. Also, weil ja News auch wirklich eine sehr, sehr aktuelle Geschichte sind. Natürlich kannst du die auch abends bringen, aber, also, natürlich kannst du das, weil auch abends meistens gucken, weil sie nach Hause kommen von der Arbeit. Aber natürlich habe ich auch da den Vorteil einfach, weil ich Zeit habe. Das ist ja auch so. Ja, ist so. Das stimmt. Aber
wie gesagt, auch das muss man aber trotzdem auch erstmal machen und sich die Routine aufzubauen, da jeden Tag wieder seine die News dann auch zu machen, weil letztendlich News, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber News ist natürlich auch immer so eine Sache, die hat jetzt nicht unbedingt viel mit dir selbst zu tun. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon so, ja, da verwirklichst du dich nicht wirklich selber, sondern ja, so ein bisschen gibst du halt Informationen weiter. Ne? Ist ja auch so. vollkommen okay und legitim. Und deswegen, das musst du erstmal schaffen, das täglich auch wirklich so rauszuballern. Das finde ich wirklich schon allerhand, auch wenn du mehr Zeit hast. Also das ist schon stark. Ja, also auch solche Videoformate wie zum Beispiel 5 Transfers, wo ich halt wirklich 5 Spieler suche für einen bestimmten Verein. Das ist ja für den Kopf nochmal was ganz anderes, weil du dir wirklich kreative Gedanken machen kannst, wie passt er da rein und sowas. Ja. Und sowas halt. Das ist natürlich nochmal viel, viel geiler auch bei der Entwicklung und bei der Entstehung von so einem Video. Ja. Du hast natürlich recht, bei News ist es natürlich schon sozusagen wie eine Fließbandarbeit, wo du halt wirklich deinen gleichen Prozess hast. Du hast eine Bildvorlage, du suchst ein Bild raus, du suchst einen Artikel raus, du liest den vor oder fasst ihn in deinen Worten zusammen, Videoschnitt, hochgeladen, Text rein, Überschrift, raus damit. So, und das machst du halt jeden Tag 6 Mal. Da kann ich auch durchaus zugeben, dass es auch nicht immer sozusagen Spaß macht. Also im Sinne von, dass das jetzt eine richtig geile Arbeit ist. Also da machen halt andere Videoformate schon mehr Spaß. Aber wenn du halt dann wiederum die Resonanz bekommst, dann ist halt auch da wieder sozusagen der Spaß ausgeglichen durch. Ja, hey, du bietest ja auch einfach einen Mehrwert den Leuten, ne? Indem sie ja im Grunde genommen keine andere Plattform mehr öffnen müssen außer YouTube, um alles zu wissen über Schalke 04. Deswegen, also nochmal absoluter Respekt. Genau. Und jetzt Thiele Football, da knallst du jetzt deine Stadion-Vlogs drauf, ne? Da merkt man auch echt, dass du da mega Spaß dran hast. Das muss man sagen, ey. Ja. Also, ich hatte es schon vor Corona vorgehabt, zumindest mehr ins Stadion zu gehen. Dann kam halt die ganze Pandemie und deswegen ging es ja nicht. Deswegen hatte ich dann letzten Herbst schon echt auch mal Bock darauf, wenn ich wieder ins Stadion gehen kann, auch die Kamera mitzunehmen. Und auch das hat sich ja jetzt wirklich von Vlog zu Vlog verändert. Ich habe mittlerweile eine ganz andere Kamera, die wirklich auch für Vlogs top ist. Ich habe mir fürs Auto eine extra Unterlage gekauft, um während dem Fahren, also während dem Mitfahren Videos zu schneiden und all sowas. Also auch das entwickelt sich dann weiter. Und es ist einfach geil, dass du ins Stadion gehen kannst, dass du sozusagen ein cooles Hobby für dich selber hast. Weil ja auch Stadienbesuche zum einen Emotionen sind, aber zum Beispiel, wo ich in Leverkusen war, so Leverkusen Celtic. Ich war jetzt nicht für Leverkusen oder jetzt auch kein riesen Celtic-Supporter, aber halt trotzdem eine ganz geile Erfahrung, in einer Bayer-Arena zu sein, wo ich noch nie war. Klar. Und halt auch sowas mal mitzunehmen. Und das ist halt ganz geil, dann sowas auch wiederum zu verbinden mit dem, wovon du halt dein Geld verdienst halt. Das ist halt auch wieder ganz geil. Und deswegen habe ich da echt Bock drauf auf noch mehr Stadion-Vlogs. Ja. Also wie gesagt, zeig mir mal einen Content Creator, der so viel da wirklich rausballert wie du. Also das ist schon allerhand. Auch wenn es gibt mit Sicherheit noch ein paar Leute, die das noch länger machen als du und noch eine krassere Arbeitsethik auf jeden Fall mit sich bringen. Definitiv, aber du bist schon auf einem sehr guten Weg, muss ich wirklich sagen. Ja. Und immer habe ich trotzdem noch im Kopf, ich könnte noch mehr machen. Aber das ist auch ganz gut. Also das ist ja auch ganz gut, dass man nicht satt wird, sondern nochmal mehr machen will, nochmal auch es besser machen will. Und das gehört für mich aber auch dazu. Deswegen finde ich, am wichtigsten ist als Creator, sich auch wirklich weiterzuentwickeln, ob es wirklich ob's die Ausrüstung ist, die du hast, ob es das Equipment ist, ob es Designs sind oder einfach du selber in Sprache, Ton und Bild oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das finde ich eigentlich mit am wichtigsten. Und solange ich das kann, habe ich auch unglaublich Motivation, glaube ich, für die ganzen Geschichten. Ja. Weil ich muss ja schon sagen, das gefällt auch nicht jedem. Ich erzähle sozusagen schon viele Geschichten, Kickoff mit Analysen für alle, Schalke Inside mit News für Schalke, Thiele Football mit Stadion-Vlogs. Das ist natürlich dann schon, wo auch viele sagen, ey yo, mach einfach einen Kanal mit allem. Aber vor allen Dingen auch auf Schalke Inside, wie auch auf Thiele Football, sehe ich dann schon, dass es richtig ist, sowas zu unterteilen, dass es wirklich nur auf Thiele Football die sind, die auch wirklich Vlogs sehen wollen, dass auf Schalke Insight nur die sind, die auch wirklich nur News sehen wollen, die gar nicht juckt, wer da spricht und wer das ist,
Das mag ich auch wiederum an dem Kanal, dass ich da sozusagen anonym bin. Natürlich wissen viele, dass ich das mache, aber dass ich trotzdem irgendwie anonym bin. Und deswegen fühle ich mich aktuell mit dem, wie das so aufgestellt ist, auch wirklich wohl. Ja, das passt auch im Moment zu dir, muss ich sagen. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich auch so gedacht, wie du es gerade beschrieben hast, mach doch einfach einen Kanal, konzentriere dich da komplett drauf. Aber ich glaube, bei dir ist es wirklich noch ein anderes Thema. Du hast einfach noch, du probierst ja extrem viel aus, auch auf den Kanälen. Und du bist nun mal Schalke-Fan, ja? Du bist aber auch ein verdammt guter Experte, sag ich mal, was generell den Fußball angeht. Und wenn du noch Zeit hast für Stadion-Vlogs auf Tele-Football, dann let's go. So. Ja, genau so habe ich halt auch gedacht. Ne? Ja. Ne? Deswegen kann ja sein, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt möchte ich es anders machen und dann wird das auch seine Berechtigung haben. Aber überleg mal, wie viele Erfahrungen du dann gemacht hast, wie viele Sachen du dann schon wirklich schon mal gemacht hast, so, wo du genau weißt, okay, so kann ich es machen. So. Also es ist wirklich, wirklich, ist schon gut. Deswegen. Früher hattest du mal gesagt, okay, könntest du dir doch vorstellen, irgendwie als Kommentator bei Sky zu arbeiten. Kannst du das immer noch? Jein. Jein, ne? Ja. Also ich sag mal so, wenn mir jetzt einer anbieten würde, ey yo, komm zu Sky, kriegst einen 5-Jahres-Vertrag und du kommentierst jede Woche das dümmste Zweitligaspiel, was es gibt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, yo, mach ich. Wenn ich nebenbei YouTube weitermachen dürfte sozusagen, weiß man nicht, wie das so ist. Ja. Aber also deswegen, es ist ja auch, das ist so ein bisschen auch das Problem und das kennen ja auch alle, die Social Media machen, du weißt ja nicht genau, wie lange sowas hält. Ja. Deswegen mag ich es auch, 3-4 Säulen zu haben, dass eigentlich nicht alle gleichzeitig einstürzen könnten, sollte man zumindest meinen. Und deswegen sehe ich mich aktuell für die nächsten Monate, ich sage jetzt nicht bewusst die nächsten Jahre, null in einem Arbeitgeberverhältnis oder Arbeitnehmerverhältnis. Sehe mich auch nicht zwingend aktuell als Kommentator. Ja, das ist, denke ich, ist auch echt ein echter Punkt, also diese Selbstständigkeit nochmal wieder aufzugeben, so, würde ich an deiner Stelle auch nicht. Da müsste man eigentlich halt schon scheitern und vielleicht gibt es ja auch mal eine Möglichkeit, irgendwie freiberuflich dran zu kommen, ne? Wie du schon sagst, vielleicht mal in ein paar Spiele einspringen oder sowas. Ja, wenn man sowas kombinieren kann, ist jetzt auch egal, ob Kommentator oder irgendwas anderes oder ob man bei Schalke mal, was weiß ich, Content Creator ist oder irgendwie sowas halt als Beispiel jetzt mal, dann habe ich da sicherlich nichts gegen, wenn man das kombinieren kann, weil ich halt aktuell das schon einfach cool finde, das zu machen, was man will und damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ja, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich auch. Finde ich sowieso mega, mega spannend, wie, ja auch, ich finde das auch mega cool, dass wir immer noch so alle, ne, dass wir da immer noch so wie gemeinsam diesen Weg da irgendwie gehen und noch keinem die Luft ausgegangen ist. Nee, wenn ich jetzt mal Cedric noch mit hinzunehme und Francesco und Andreas, so jeder geht ja irgendwie seinen Weg. Ich finde das spannend auf jeden Fall, das zu beobachten. So ist, glaube ich, auch für die Zuschauer sehr spannend und auch ja irgendwie ganz cool, dass man sich da nach wie vor immer noch dass wir da so einen Spaß dran haben. Ja, finde ich auch. Ja. Also deswegen, das ist ja am wichtigsten. Du musst ja auch irgendwie Spaß dran haben, sonst funktioniert es auch nicht. Aber Spaß ist halt einfach auch bedingt durch Erfolg so ein bisschen halt. Und wenn du beides hast, was willst du mehr? Und das, also Erfolg ist auch Definitionssache. Zum Beispiel, wenn jetzt Cedric macht das so zum Beispiel eher hobbymäßig und wenn er dadurch Spaß hat und Erfolg hat, sozusagen für sich und sein Leben, ist auch top. So, und deswegen finde ich es cool. Ja, geht mir ja genauso. Ich mache es ja auch im Grunde genommen hobbymäßig. Ja. Mhm. Ja. Und wenn du halt da auch als Zuschauer dann verschiedene Charaktere hast, verschiedene Möglichkeiten hast, was willst du mehr? Also ich glaube, vor allen Dingen auch für Schalke-Fans ist einiges geboten. Das stimmt, ja. das ist schon wild. Ich sehe das in keiner anderen Fanszene, dass so viele YouTuber gibt und so viel mitgeredet wird und so viel diskutiert wird, das gibt es eigentlich so gar nicht, ne? Finde ich immer erstaunlich. Jo. Ja.
Also ich meine, es passt ja auch irgendwie wieder zu Schalke, hat man ja zu Beginn. Es wird eh nie ruhig. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass du gefühlt zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwas auf YouTube findest, um vielleicht dein Frust oder auch deine Freude loswerden oder zu teilen. Und da ist schon wirklich, auch wie du auch sagst, krass, dass wir fünf, wenn ich jetzt mal das auf Schalke beziehe oder auch vielleicht ein paar andere mit reinnehme, das auch schon wirklich seit Monaten ja auch durchziehen und auch immer noch den gleichen Spaß vielleicht dran haben, wie halt zu Beginn der ganzen Schalke-Reise. Hat ja alles so ein bisschen auch 2020 angefangen. Ja. Auch interessant zu sehen, ich glaube, als ich angefangen bin, da gab es viele YouTuber, die plötzlich so aufgeplöppt sind, weißt du? Ja. Ich sag mal, Francesco war plötzlich da, ja. Dann auch bei anderen Vereinen, Nico ungefähr zur gleichen Zeit, die Pöllers, dann ja ganz, ganz seltsam. Ja, naja, gut. Scheint irgendwie ein guter Jahrgang gewesen zu sein. Ja, okay. Jo, Martin, danke fürs Gespräch auf jeden Fall. Hat wieder mega Spaß gemacht und auf die nächsten 10 Gespräche. 100. Ich meine, wir können ja immer, ich wollte gerade sagen, also hängen wir null ruhig dran. Ja. Wir können ja immer schön miteinander talken, egal ob Schalke oder nicht. Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. Also danke für die Einladung. Ich denke mal, auch der erste Part mit Büsken, Schalke, Zukunft war auch sehr interessant für deine Zuschauer hier und können wir gerne wiederholen. Und checkt auch gerne die anderen Interviews ab von Kesti. Ich ziehe mir die mal sehr, sehr gerne rein. Oh, also muss ich sagen, danke macht mir immer Spaß. Danke dir. Also das gucke ich mir wahrscheinlich nicht an, weil ich war ja mit dabei, aber den Rest habe ich mir angeguckt. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Leute, checkt unbedingt die Kanäle von Martin aus. Lasst ein Abo auf Schalke Insight, auf Kickoff und auf Thiele Football da. Wie gesagt, der Mann bietet Content ohne Ende. Und damit sage ich Glück auf. Macht es gut und haut rein. Ciao. Ciao.